Hi, ich bin heute mit Marvin unterwegs. Wir sind beim Hambacher Forst. Das ist unsere Tour. Wir machen so ungefähr 20 Kilometer, versuchen wir. Eine Strecke, freie Schnauze, also ohne Routenplanung. Wir sind jetzt hier an der Obstwiese. So, kleines Highlight hier auf der Route. Wären wir jetzt schon länger unterwegs, würde ich sagen, komm, lass uns eine Jewa-Pause machen. Aber die haben wir uns noch nicht verdient. Wir haben jetzt gerade mal 2 Kilometer, wenn überhaupt. Also sind noch gerade am Anfang. Aber das hier ist die lange Bank. 10 Personen bei 1,5 Meter Abstand. Schöne, schöne lange Bank. Ja, ist eine ganz coole Sache. Jetzt sind wir hier rüber. Denn da, ach guck mal, da. Die Leute suchen sich immer irgendeinen Weg. Ist halt so. So, wir wollten eigentlich zum Loch mal latschen, aber das ist doch ganz schön weiter weg. Ne? Das ist so richtig hier diese Weite. Also ich glaube, das kommt auf der Kamera auch nicht wirklich rüber. Da geht eine Straße. Wahrscheinlich ja, geht bis zum Loch, aber die wird auch gut lang sein. Da werden wir nicht weitergehen. Wir werden jetzt wieder versuchen, da hinten auf den Wanderweg zu kommen. Na, das sieht doch gut aus. Wir sind einfach voll von der Route weg. Eieiei. Ja Leute, wahrscheinlich ist es total windig in der Kamera, deswegen ein bisschen Musik und Eindrücke. Hier ist ein keltischer Lebenskreis. Eigentlich wollten wir unser schmackhaftes Jewa hier trinken, aber da sitzen einfach Leute. Also Hambacher Forst, einfach nur zu empfehlen. Richtig schön hier, idyllisch und ja, keiner unterwegs. Ich kann es immer noch nicht so richtig verstehen, ob es wegen Corona ist oder sonst irgendwas. Es sind kaum Leute unterwegs. Ja gut, außer die, die uns die Bank da blockieren. Hier keltischer Lebenskreis, das hat Gerard schon gezeigt. Richtig schön. Also es könnte locker halt auch ein Premium-Wanderweg sein. Ist es wahrscheinlich sogar. Echt toll hier. Ich sag euch, es ist immer so, wenn man etwas will oder etwas braucht, dann ist es nicht da. Am Anfang unserer Tour haben wir so viele schöne Rastplätze gesehen. Jetzt sind wir haben gesagt, bei Kilometer 5 machen wir eine kleine Jewa-Pause. Wir sind jetzt nicht die Profi-Wanderer, sondern wir wollen ja ein bisschen Spaß. Und wir haben auch noch ein bisschen so eine Thunfischpasta, Pasta Paella. Seht ihr nachher. Auf jeden Fall kommt kein Platz mehr. Eben da hinten, da war ja besetzt. Und jetzt haben wir aber einen guten Tipp bekommen. Jetzt sollen wir hier vorne rechts. Erstmal links, dann rechts. Erstmal links, dann rechts. Und dann kommt ein Römerturm. Römerturm? Römerturm. Ich vergesse immer alles, ne? Dann kommt der Römerturm und dann wird geschlemmert. Und ja, 8 Minuten Fußweg. Ja, wenn man überlegt, dass als beim Anfang alle 5 Minuten, ne, ja, kam da ein Sitzplatz. So ist es manchmal.
So, wir sind bei Kilometer 10 angekommen und wir gehen jetzt langsam Richtung Rand des Waldes. Wir sind ja die ganze Zeit am Rand des Lochs lang gegangen. Wir waren eben an so einem schönen Turm und wir haben dort nicht gefilmt, weil laufend Leute kamen. Also es scheint wohl so der Hotspot hier zu sein. Ist auch genau die Mitte des Waldes. Das ist der Römerturm. Ich guck mal, ob ich ein Bild finde. Das blende ich hier ein. Weil wir haben deutlich gefilmt, weil einfach zu viele Leute da waren. So, während der Wanderung sieht man keinen Menschen. Vielleicht ab und zu mal einen Radfahrer, der hier vorbeischießt. Aber sonst nichts. Und da hatten wir auch eine ganz nervige Familie neben uns. Wir haben die ganze Zeit auf Französisch geredet, haben einen Brief vorgelesen. Irgendwie nur die Mutter konnte Französisch und die hat das Ding auf Französisch vorgelesen, hat dann Wort für Wort der Familien übersetzt, anstatt das Ding einfach in Deutsch zu lesen. Also die ganze Familie konnte auch irgendwie kein Französisch und die Mutter hat sich da irgendwie gesuhlt in Aufmerksamkeit. Das war richtig nervig. Eins ihrer Kinder wollte dann von hinten mitgucken. Da hat sie gesagt, du kannst doch gar kein Französisch. Gehst du mal bitte. Oder das war so eine richtige Hexenmutter irgendwie. So, die richtig viel Aufmerksamkeit brauchte. Und da so laut vorgelesen hat. Von wegen, ich kann Französisch, lese hier Wort für Wort in Französisch, statt es direkt in Deutsch zu übersetzen. Sehr anstrengend. Wir haben trotzdem dort geschnabuliert. Den Müll schleppen wir jetzt seit guten 3 Kilometern mit rum. Weil es ja keine Mülltonnen gibt. Und wir haben auch keine Tüte mitgenommen. Das kommt auf meine Agenda. Auf meine To-Do-Liste ganz oben drauf. Demnächst Mülltüten mitnehmen. Weil wir können jetzt schlecht eine Thunfischbüchse in den Rucksack so legen, das wäre ein bisschen eklig. Gut. Das Wetter ist zum Eierlegen. Ja, wir gehen gerade hier so einen Zickzackkurs ins Tal. Ist schon, also der Weg zieht sich jetzt schon 3 Kilometer. Sind bestimmt noch mal 3. Also der Zickzackkurs ist echt lang, das sind so wirklich lange Wege und dann geht es wieder zurück und dann geht es wieder nach da. Und was haben wir hier? Wir haben hier Weihnachtsbaum oder so. Ist ja total urig. Wer weiß, wie lange die Dinger hier schon hängen. Da ist ein Traumfänger drin und hier ist alles Mögliche drin. Auch hier. Ja, fokussiert nicht. Ja. Einfach hier so mitten im Wald hat irgendeiner angefangen, die Sachen aufzuhängen. Irgendwie lustig. Weiter geht's. Ja, da wir heute Freischnauze wandern, haben wir uns so ein bisschen verlaufen. War ein ganz altes Schild gefunden. Noch mit D-Mark drauf und so. Wahrscheinlich kommt hier nicht so oft einer vorbei. Ja, wir sind irgendwelche Wege. Wir suchen eigentlich einen Parkplatz, wo wir endlich mal was essen können. Ja, da soll es einen Tisch geben und Bänke. Und wir laufen aber schon die ganze Zeit irgendwie richtig falsch. Mittlerweile haben wir 30.600 Schritte, 20,5 Kilometer. Ich würde sagen, das ist schon eine ganz gute Strecke auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und wir haben ja jetzt auch noch ein Stück vor uns. Also haben wir auf jeden Fall unser Ziel übertroffen. Und eigentlich finde ich den Weg hier ganz cool, Marvin. Nicht? Ist mal komplett anders als der Weg, den wir halt eben die ganze Zeit hatten. Eben war halt wirklich so Luxusweg, der auch instand gehalten wird und so. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen inkognito. So, wir sind endlich nach langem Verwirren
angekommen. Hier in unserem Zwischenstopp werden wir auf jeden Fall erstmal eine Packung. Hier werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal Rast machen, bevor es dann weitergeht. Viel haben wir nicht mehr vor uns. Wir haben uns auf jeden Fall ganz schön verlopen eben. So, Schuhe erstmal ausziehen. Oh! Hast du Haut mit abgezogen? Nee. Aber ich krieg auf jeden Fall hier. Das merke ich schon. Oh. Hier ist auf jeden Fall auch eine Mülltonne, was sehr schön ist, weil ich schleppe jetzt seit ungefähr 15 Kilometern diesen Thunfischmüll mit rum, den wir eben gegessen hatten. Das ist natürlich dann jetzt ganz schön. Erstmal hier vom Schluck trinken. Bei uns gibt es heute klassisch schwäbische Maultaschen. Und zwar diesmal von der günstigen Variante, weil ich wollte mal gucken, ob günstig, ob das trotzdem schmeckt oder nicht. Ne? Beim Real, ich glaube 1,60 Euro, die vier dicken Dinger. Gucken wir, ob die hier alle vier so einfach reinpassen, hochkant. Ja, mega auf jeden Fall. Jetzt gleich, also was heißt jetzt gleich? Jetzt gibt's Essen. Und ich glaube, wir sind beide so ziemlich an die Grenzen gekommen. Ist gleich noch 2 Kilometer zurück. Wir werden euch noch mit in ein Dorf nehmen, was verlassen ist. Lecker. Maultaschen. Jo, wir haben jetzt irgendwie nochmal Getränke geholt. Wir hatten irgendwie das Bedürfnis, was zu trinken. Wahrscheinlich haben wir jetzt viel mehr geholt, als wir trinken können. Aber scheißegal, ich weiß gar nicht, was ich zuerst trinken soll. Was trinkst du zuerst? Ich trinke den Red Bull. Ich glaube, ich trinke als erstes das Radler. Das andere Radler ist für dich, ne? Ja, das spielt. Gut! So, wir haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht. Wir sind jetzt hier in einem verlassenen Dorf, was wirklich direkt neben unserem Wanderplatz war. Ja, hier sind halt alles verlassene Häuser. Aber die sind da komplett dicht gemacht. Also die sind alle zugemauert. Alle Fenster sind zugemauert. Ja, und teilweise sind hier Flüchtlinge untergebracht. Also da hinten sind Häuser, da sind Flüchtlinge untergebracht. Guck mal, da ist es aufgerissen, aber dahinter ist ja zugemauert. Krass, ne? Guck mal da. Da wächst einfach hier so eine Blume an der Tür raus. Wahnsinn. Das sieht relativ zu aus alles. Was mich sehr überrascht. Also, hätte damit mehr gerechnet. Hätte schon damit gerechnet, dass man hier in die Häuser schon gewaltsam rein ist. Guck mal, was haben sie hier gemacht? Einmal rein. Ja. Hört sich aber leer an. Ja. Hört sich leer an. Fernseher. Ja, Wahnsinn, oder? So ein. Einfach, guck mal, die Häuser, die sehen ja noch so top aus, ne? Irre, irre. Was haben die denn da für Gelbes vor. Oh! Ey, aber die wurden auch alle wieder gut zugemacht, ne? Oh, guck mal, auch da. Also hier wurde richtig gut. Sind die eigentlich da wieder rausgekommen? Richtig gut verbarrikadiert.
Also selbst hinten rum die ganzen Fenster. Also hier ist alles echt gut zugemacht. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, glaub mal, das war mal eine richtige schöne Villa. Das kannst du mal glauben. Guck mal da hinten. Da kannst du ins andere gucken. Das ist ja schon massiv aufgemacht worden da, ne? Schwarze Toilette. Guck mal, die haben ja Armaturen, alles abgeschraubt, ne? Hatte das ein oder zwei Etagen? Keller auf jeden Fall. Sauna? Ja, ne? Dusche. Ja, das war mal bestimmt ein richtig schönes. Eine richtig schöne Hütte. Selbst die Sauna ist leergeräumt, ne? Ich hätte jetzt irgendwo. Oh. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt irgendwie noch einen Pool erwartet oder so, ne? Hast du dich nicht erschrocken? Auf einmal redet die. Ich denke, boah, was ist denn da los? Ja, also in den Häusern, denke ich mal, wird es auch überall gleich aussehen. Na, hier ist nicht mehr viel zu sehen, leider. Sind alle relativ gleich leer. Ach du Scheiße. Und hier haben sie auch die Scheiben eingeschmissen. Ja, also die sind leer, ne? Trotzdem war natürlich ganz cool, jetzt mal in einem Häuschen nochmal drin gewesen zu sein.